Moin, moin, meine lieben Brüder und Schwestern. Hier ist wieder der Jörg vom YouTube-Kanal Joggler66, Hour of the Truth. Und heute werde ich den zweiten Teil lesen in dem Papier von Luther 2017. 500 Jahre beinahe heutzutage, beinahe 500 Jahre nach der Reformation. Was ist davon in Deutschland noch übergeblieben? Ja, darüber könnte ich im Grunde ein eigenes Buch schreiben. Deutschland, das als die Wiege der internationalen protestantischen Bewegung zählte, weil aus irgendwas heraus nach dem Konzil von Speyer, wie wir ja im ersten Teil bereits gelesen hatten, ist heute wieder so katholisch, wie es das zu Zeiten des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation war, von 800 bis 1800. Und nicht nur Deutschland, und das hat natürlich damit zu tun, dass das Zweite Vatikanische Konzil zwischen 1962 und 1965 mit der sogenannten ökumenischen Bewegung dafür gesorgt hat, dass die Protestanten alle ihre Proteste im Grunde eingezogen haben und sich wieder der sogenannten Mutterkirche, der heiligen römisch-katholischen Kirche, zugewendet haben und all ihre Prinzipien über Bord geschmissen haben und sagen, okay, wir sind getrennte Brüder und Schwestern und wir gehen jetzt zurück zu Mama. Wir gehen wieder unter die Fittiche von Rom. Wir geben unseren Protest auf, weil die Formulierung, dass man zu den guten Werken eben errettet wird, das funktioniert für uns auch. Mal darüber nachzudenken, dass der Protest hauptsächlich war, weil wir bibelgläubige protestantische Christen Jesus Christus als unseren Herrn und unseren König ansehen. Der Gott, der sagt, die Erde ist meins und alles, was da drin ist. Und weil wir Jesus als unseren König und unseren Hohepriester akzeptieren und nicht den Papst in Rom, der als sein Stellvertreter hier auf Erden meint, er sei der rechtmäßige Nachfolger Jesu Christi. Mit anderen Worten, er nimmt die Position des Heiligen Geistes ein. Da haben sich die Protestanten alle von abgekehrt. Und nicht nur in Deutschland. Nein, auch in Amerika. Die ganzen protestantischen Kirchen haben das. Ich hatte ja bereits den katholisch-lutheranischen Akkord von 1999 und 2004 von den Methodisten erwähnt, wo sie das eben auch alles schriftlich befestigt haben. Das Problem ist, was die meisten Leute überhaupt nicht verstehen. Mit dieser Kapitulation, die der Protestantismus am Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60ern letzten Jahrhunderts hingelegt hat, mit dieser Kapitulation geben sie dem Vatikan auch gleichzeitig die Rechtfertigung für alles, was er heute macht. Nämlich, wenn ihr, sagt der Papst, Protestanten, nicht mehr glaubt, dass ich, der Papst, dass der Antichrist bin, sondern dass der Antichrist eine einzelne Person ist, die irgendwann in der Zukunft kommt, dann müsst ihr alles das herstellen, wiederherstellen, was ihr mir in der protestantischen Bewegung, die ihr ja durch eure Kapitulation zugebt, ein Irrtum war, eine Rebellion war, wie es auch der Erzbischof von Reggio ausgedrückt hat im Konzil von Trent, dann müsst ihr mich eben wieder herstellen in meiner ganzen Glorie, die ich davor hatte, wo ich der Herrscher über die Könige der Welt war. Das kann ich dann ja wieder sein. Und all die Macht, die ihr mir entnommen habt, über all die Könige oder die Völker der Erde, die ich damals durch die Könige regiert habe, muss wiederhergestellt werden. Und deswegen haben die Jesuiten ja alle Regierungen, die seitdem entstanden sind, Republiken, Demokratien, nenn es mal, wie du es willst, alle die, wo die Menschen sich zwischen Anführungsstrichen selbst verwaltet haben, die der Papst niemals anerkennt, und da verweise ich mal eben auf ein Papier von Papst Pius IX., schon eine Zeit lang her,
aber der hat ja regiert bis 1870er Jahre mit rein und der hatte ja damals sein Syllabus of Errors, wie das im Englischen heißt, also ich weiß jetzt nicht, wie es im Deutschen heißt, also der Syllabus der Fehler, veröffentlicht, womit er ganz deutlich jede Regierung, die von Menschen gemacht ist, um Menschen zu regieren, verdammt. Wenn man der Bibel folgt, dann haben wir eine Regierung von dem Volk, für das Volk, durch das Volk, mit Jesus als unseren König. Und wenn wir das nicht haben, dann unterstellen wir uns eben dem Papst. Und da wir im Zweiten Vatikanischen Konzil und in der Nachsorge dahin den Protestantismus zum Kapitulieren gebracht haben, hat der Papst, meint er, das Recht, alles wieder zu haben, was ihm damals entnommen wurde durch die protestantische Bewegung. All das Geld, all die Reichtümer, all die Ländereien und natürlich die Macht über die Könige. Und das bringt uns dann wieder zurück zur Offenbarung, wo drin steht, dass das Tier über die Könige der Welt regierte. Und die ganze Welt wunderte sich nach dem Biest und fragte sich, wer kann Krieg machen mit ihm? Ja, wenn man seinen Protest aufgibt und kapituliert, weil man einer falschen Zukunftslüge der Jesuiten lieber glaubt als dem Wort Gottes, dann sind das eben die Konsequenzen, die das nach sich zieht. Und ich wollte noch einen kleinen Nachtrag bringen, auch zu dem Staat Israel. Wir lesen ja in Matthäus 24 von Kriegen und Gerüchten von Kriegen und von in Daniel 9 lesen wir ja auch, dass Jerusalem damals, also aus der Zeit, als die babylonische Gefangenschaft vorbei war, die Mauer, die Stadt und der Tempel wiedererrichtet werden, auch in einer trübseligen Zeit. Und genau das macht der Vatikan doch mit der Schaffung dieses Staates Israel in Palästina, wo seit dem Entstehen 1948 dieses Staates nur Krieg und Kriegsgerüchte dort unten herrschen. Das ist genau wie der Antichrist die 70. Woche von Daniel, die Jesus Christus vor knapp 2000 Jahren komplett erfüllt hat. Und die Vision und die Prophezeiung wurde versiegelt und weggetan. Wie er das widerspiegelt, wie er das widerspielt, jetzt nochmal neu aufkommen lassen. Ich schaffe den Staat Israel, ich sorge für die Gerüchte und die Kriegsgerüchte, die dort sind, also für die Kriege und die Kriegsgerüchte. Und was haben wir denn seit 1948 im Nahen Osten? Der eine Krieg nach dem anderen, der eine Aufruhr nach dem anderen, Bomben, Terroristen und Kriege, die sowohl von den Israelis als von anderen in der Region geführt werden. Und immer mit der Bedrohung der Juden damit bei, den Staat auszulöschen. Ja, also wenn das nicht die trübselige Zeit ist, die in Daniel beschrieben ist, widerspiegelt, weil damals war es ja auch so, so wird uns das heute vor unseren Augen vorgespielt, dass wir auch ja annehmen, dass Daniels 70. Woche eben noch nicht erfüllt wurde und dass dadurch der Antichrist seine Agenda kann durchsetzen, um die eben jetzt in der Zukunft nochmal vor unseren Augen mit seinem Jesuitentheater hinzuspielen. Ist ja auch nicht weiter schwer, wenn man die ganzen Regierungen in der Tasche hat und durch die ganzen Regierungen die ganzen Armeen der Welt in der Tasche hat. Da geht es jetzt in diesem nächsten Abschnitt des Papiers auch drum. Der nächste Abschnitt heißt globale Macht. Nun, wenn ihr Englisch könnt, dann kann ich euch ganz, ganz dringend mal anraten, geht auf den Kanal von First Amendment Radio auf YouTube, schaut euch die Playliste an, die Abspielliste der Videos, wo Tom Fress von Inquisition Update das Buch The Global Vatican, der globale Vatikan, liest. Hat er letztes Jahr, etwas über ein halbes Jahr hat er gebraucht, um das aufzunehmen. Und hat dieses Buch, das von Francis Rooney, dem Botschafter der Vereinigten Staaten an die Holy See, also an den Heiligen See, den Vatikan, von 2005 bis 2008 war, gelesen und besprochen und analysiert. Dieser Francis Rooney ist nicht nur jesuitisch getraint, sondern er ist auch noch ein Malteserritter. Und der war halt 3 Jahre lang der Botschafter der Vereinigten Staaten im Vatikan und hat das Buch Der globale Vatikan drüber geschrieben, wo er sich damit brüstet. Less than any man should boast. Huh? Also, dass sich keiner brüste. Wo er sich damit brüstet, wie der Vatikan
im Grunde heute die ganze Welt regiert. Die ganze innenpolitische und außenpolitische Aktion der Vereinigten Staaten von Amerika in seine Richtung lenkt und bestimmt mit Menschen, die er besetzt hat. Da geht's halt über Amerika, aber das gilt hier in Europa ganz genauso, weil er spricht ja über den globalen Vatikan. Wie die Aussage von dem Kardinal oder Bischof, das ich da vorgelesen hatte, aus der Chicago Tribune in 1903, in einem anderen Video hatte ich das vorgelesen, der gesagt hat, Zitat, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika die Welt regieren, dann regiert Rom, dann regiert der Vatikan die Welt. Ende Zitat. Und so weit ist es gekommen und deswegen kann ein Jesuit und ein Malteserritter wie Francis Rooney so ein Buch schreiben, der globale Vatikan, und kann es euch ins Gesicht treiben und ihr werdet es noch nicht verstehen, weil ihr die Geschichte nicht versteht, weil ihr die Geschichte nicht lernt und weil ihr in der Bibel nicht mehr so belesen seid, wie man es als Protestant eben sein sollte. Was für ein Protestant bin ich dann, wenn ich überhaupt nicht weiß, was ich überhaupt noch protestiere? Also auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Aber wenn ihr dann Mitglieder in irgendeiner Kirche seid, ist mir jetzt wurscht, ob das lutheranisch ist, ob das Methodist ist, ob das Adventisten, ja, die Adventisten lehren es vielleicht noch ein bisschen, aber egal in welche Kirche ihr geht, dann fragt doch mal euren Pastor, wer ist denn bitte schön der Antichrist? Und dann wartet doch mal auf die Antwort, die ihr da kriegt. Bin gespannt, welche Antwort ihr da zu hören bekommt. Auf jeden Fall nicht, dass der biblische, historische und prophetische Antichrist das Papsttum ist. Das wird heute nicht mehr gelernt. Und durch diese Kapitulation hat der Papst sich das Recht angeeignet, alles wieder in dem Maße zu wiederherzustellen, wie es war vor der Reformation, wie es war im dunklen Zeitalter, als die Menschen nicht lesen konnten und auch keine Bücher hatten und das Wort Gottes nicht hatten, um darin sich auszubilden und zu begreifen, in was für einer Welt und was für einem System wir leben. Also nach dieser etwas längeren Einleitung gehe ich dann jetzt in den Artikel zurück und lese den Abschnitt über die globale Macht. Viele glauben, dass sich die römisch-katholische Kirche seit seinem grausamen Verhalten in der Reformationszeit verändert hat. Ist das aber tatsächlich geschehen? Tatsache ist, Roms Kirche hat sich nie verändert. Rom ändert sich nie. Sie fordert Kompromisse von allen anderen, aber selbst geht sie niemals einen Kompromiss ein. Sie besitzt die gleichen Dogmen und Lehrsätze wie eh und je, hat sich aber das christliche Mäntelchen übergestülpt, um akzeptiert zu werden. Sobald dies geschehen ist und sie die Machtfülle nicht zuletzt mit Hilfe der EU und des globalen Netzwerkes wiedergewonnen hat, welche sie einstmals innehatte, wird offensichtlich werden, welche Ziele dieses System in Wirklichkeit verfolgt. Gleich der Reformationszeit, in der der Staat als Mithelfer der katholischen Kirche fungierte, wird sie sich auch in der Gegenwart des Staates sowie internationaler Gesetze als Hilfsmittel bedienen, um ihre Machtposition zu festigen. Papst Paul VI. Schrieb, Zitat, diese internationale Zusammenarbeit auf globaler Basis verlangt Institutionen, die all dies vorbereiten, koordinieren und leiten, bis sich schließlich eine festgegründete, universelle, anerkannte Gerechtigkeitsordnung etabliert hat. Wer sieht nicht die Notwendigkeit, eine globale Autorität Stück für Stück zu etablieren, die in der Lage ist, auf den rechtlichen und politischen Sektoren aktiv zu agieren? Ende Zitat. Aus Papst Paul VI. Sein Populorum Progressio 1967. Hin zu einer wirksamen Weltautorität. 1967, 2 Jahre nach Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die heutige katholische Kirche arbeitet mit einer Vielzahl von Organisationen zusammen. Zusammen steht hier, und ich sage,
Die römisch-katholische Kirche heute arbeitet nicht nur mit diesen Organisationen zusammen, sie organisiert, sie gründet all diese Organisationen, um eine neue globale Ordnung zu etablieren. Vereinte Nationen, Europäische Union, Nordatlantische Vertragsorganisation, Afrikanische Union, Internationaler Monetary Fund und so weiter und so weiter. So beinhaltet auch einer der letzten Hirtenbriefe des ehemaligen Papstes Benedikt einen deutlichen Appell an die Weltführer. Zitat: Es gibt einen dringenden Bedarf für eine wahre weltpolitische Autorität, um die globale Ökonomie durch eine gotteszentrierte Ethik zu leiten, um die weltweit bestehende Finanzkrise zu beenden. Ende Zitat. Aufgeschrieben von Kathy Lee Grossman in USA Today vom 7.7.2009. Ausgerechnet am 7.7. Ne? Ihr erinnert euch noch an die Anschläge in London, auch am 7.7. Das sind immer bestimmte Daten, die bei denen gefolgt werden. Und in dem Zitat spricht er ja, um die weltweite bestehende Finanzkrise zu beenden, die ja 2008 eingeleitet wurde, und natürlich von demjenigen eingeleitet wurde, der das ganze Geld und das Geldsystem beherrscht. Das ist nun mal der Vatikan. Durch die verschiedenen Ritterorden, Malteserritter, Ritter von Heiligen Kreuz, Ritter von Kolumbus und. Hauptsächlich via die Malteserritter. Ich habe da mal ein Video zu gemacht und werde mal sehen, ob ich das irgendwann nochmal auf Deutsch machen kann, über die Macht, die SMOM, Sovereign Military Order of Malta, die souveräne militäre Order von Malta, eigentlich wirklich hat. Da erschaudert's ein, wenn man das liest, wo die überall vertreten sind und wenn man das normalerweise gar nicht so weiß, sondern wenn man sich darüber informiert, dann läuft's einem kalt den Rücken runter. Die katholische Kirche möchte universell vertreten sein. Nun, das Wort Katholizismus aus dem griechischen Katholika heißt auch universell. Das heißt, die katholische Kirche ist die universelle Kirche. Ihr Anspruch ist, dass es außerhalb ihr keine Errettung für den Menschen gibt. Sie möchte universell vertreten sein, sie ist sogar universell vertreten. Sie wünscht, steht hier weiter, globale Kontrolle auszuüben. Katholiken gründeten die EU. Ja, das kann man so sagen. Die Europäische Union wurde gegründet durch Malteserritter. Also, das sind natürlich Katholiken. Leute, die ihre erste Allianz schwören an den schwarzen Papst, Papa Nero, den General der Jesuiten und natürlich auch an den weißen Papst. Sie wünscht, globale Kontrolle auszuüben. Was lesen wir heute ständig über unsere Rechte, die uns mehr und mehr weggenommen werden, die wir denken, dass wir haben? Wir haben doch diese Rechte überhaupt nur, weil der Papst sie uns gegeben hat. Aber das ist auch nur, weil wir den Papst als Autorität akzeptieren, weil wir ihn eben nicht mehr als den Antichristen sehen, den er ist. Ein Recht, das der Papst dem Menschen gibt, das kann er ihm auch wieder wegnehmen. Genauso wie der Papst damals im dunklen Mittelalter die Könige gekrönt hat. Und eine Krone, die ich einem König aufsetze, die kann ich ihm auch wieder wegnehmen. Weil wenn ich die Macht habe, sie ihm zu verleihen, dann habe ich auch die Macht, sie ihm wieder wegzunehmen. Und wenn der König nicht nach meiner Pfeife tanzt, dann nehme ich ihm die Krone weg, ich exkommuniziere ihn, ich exkommuniziere sein ganzes Land, so wie England das damals auch gemacht hat, unter anderem mit dem Gang von Canossa mit Heinrich IV. Mit Deutschland, wie er das später gemacht hat mit England. Und dann heißt das, dass die Katholiken da auf einmal alle nicht mehr heiraten können, dass sie keine Messe mehr halten können, dass sie nicht mehr taufen können und dass sie ihre Toten nicht mehr begraben können, wenn das Land exkommuniziert ist. Was meint ihr wohl, was das für Auswirkungen hat? Auf den Glauben der Katholiken. Die glauben das, was der römische Katechismus ihnen lehrt. Die glauben nicht das, was in der Bibel steht, weil das kennen sie noch nicht mal. Sie glauben und kennen das, was im
Katechismus steht. Die römisch-katholische Kirche wünscht, globale Kontrolle auszuüben. Katholiken gründeten die EU und hinter dem Gedanken einer neuen Weltordnung steht der Vatikan. Da stand noch nie jemand anders als der Vatikan dahinter. Und dieses ganze Gerede über die neue Weltordnung, ich bin das so müde. Man muss begreifen, dass die sogenannte neue Weltordnung nichts anderes ist als das Wiederherstellen der alten Weltordnung. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es gibt keine neue Weltordnung. Es gibt nur die Restauration oder Restauration der alten Weltordnung, wo der Papst über die Völker der Welt regierte. Sie wünscht globale Kontrolle. Katholiken gründeten die EU und hinter dem Gedanken einer neuen Weltordnung steht der Vatikan. Die neue Weltordnung ist nur die alte Weltordnung wiederherstellt. Und da die Protestanten kapituliert haben und sagen, du Papst bist nicht mehr der Antichrist ist jemand, der in ferner Zukunft irgendwann ein paar Jahre bevor Jesus Christus zum zweiten Mal kommt, sich uns offenbart, du bist nicht mehr der Antichrist, dann sagt der Papst, dann müsst ihr auch alles herstellen, was ihr mir weggenommen habt. Und das ist die Wiederherstellung der alten Weltordnung. Es gibt keine neue Weltordnung. Es gibt nur eine restaurierte alte Weltordnung. Dort sollen die internationalen Gesetze bestimmt die globale Macht gesichert werden. Dort sollen die internationalen Gesetze bestimmt und die globale Macht gesichert werden, in dieser sogenannten neuen Weltordnung. Und das sind alles Gesetze, die nur gelten für die Leute, die sich auch dem Katholizismus unterwerfen. Und wenn man das nicht tut, wenn man dagegen protestiert, wenn man ein bibelgläubiger Christ ist und man akzeptiert die Autorität des Papstes und der römisch-katholischen Kirche noch im säkulären, noch im spirituellen Bereich, dann ist man vogelfreier Ketzer und darf ermordet werden. Dann ist es sogar ein löbliches Werk, sagt die römisch-katholische Kirche, um solche Leute zu vernichten. Die Gesetze, die internationalen Menschen- und humanitären Gesetze, die überall auf der Welt, so gesagt, zwischen Anführungsstrichen, gelten, gelten nur dann, wenn man sich dem Papst auch unterstellt. Unterstellt man sich dem nicht, dann gelten diese auch nicht für einen. Sondern dann ist man vogelfrei. Der ehemalige jesuitische Professor und Vatikan-Insider Malachi Martin schrieb darüber in seinem Bestseller The Keys of This Blood. Schade, dass es dieses Buch nicht in Deutsch gibt. Zitat: Ob willig oder nicht, vorbereitet oder nicht, befinden wir uns alle in einem vollständigen, nicht umkehrbaren oder zu stoppenden, trilateralen globalen Wettbewerb. Die meisten von uns befinden sich nicht in der Position, Wettkämpfer zu sein. Wir selbst sind der Wetteinsatz. Der Kampf geht darum, wer die erste eine Weltregierung, die jemals unter den nationalen Gemeinschaften existiert hat, etablieren wird. Ja, gehen wir mal eben zurück nach Babylon. Dann sehen wir ja, dass damals die Menschen vereint waren gegen Gott und Gott heruntergeschaut hat auf die Erde und gesagt hat, der Mensch macht sich eins, ich werde dem ein Ende setzen und er hat damals die Menschen aufgeteilt in die verschiedenen Nationen, durch ihnen so viele verschiedene Sprachen zu geben, dass der Mensch sich eben nicht mehr gegen Gott vereine. Darum geht dieser Kampf, wie Malachi Martin sagt, darum, wer die erste Weltregierung, die jemals unter den nationalen Gemeinschaften existiert hat, etablieren wird. Es geht darum, diese eine Weltregierung, die man damals hatte, unter der bekannten europäischen, abendländlichen, westlichen Welt, wie wir sie kennen, die der Papst hatte, bis man ihm 1798 durch Berthier seine Macht genommen hat und später in 1870 auch Italien noch die Macht des Papstes abgesprochen hat, das war eine Einweltregierung, aber ausgenommen natürlich Asien und ausgenommen zu der Zeit auch mehr oder weniger noch die Vereinigten Staaten von Amerika. Jetzt geht es darum, wirklich die ganze Welt darunter zu kriegen, die jemals unter den nationalen Gemeinschaften existiert hat. Also seit Gott
in Babylon die Menschen durch das Verwirren der verschiedenen Sprachen auseinandergetrieben hat. Es geht darum, fährt Malachi Martin fort, wer die zweigeteilte Macht, Autorität und Kontrolle über jeden von uns als Individuum und über alle zusammen als eine Gemeinschaft im dritten Jahrtausend besitzen und ausüben soll. Nun, wenn dies in Gang gesetzt wird, gibt es keine Möglichkeit mehr, es rückgängig zu machen. Unsere Lebensform als Individuum und als Bürger, auch die eigenen Kennzeichen unserer nationalen Identität, werden kraftvoll und radikal für immer verändert. Niemand wird von diesem Ergebnis ausgenommen sein. Kein Bereich unseres Lebens wird davon unberührt bleiben. Ende Zitat. Und das sieht man ja wohl wunderbar, wie diese Entwicklung die letzten Jahre eingesetzt hat und jetzt immer wieder weitergeht. Auch die eigenen Kennzeichen unserer nationalen Identität werden kraftvoll und radikal für immer verändert. Was ist denn diese neuartige, sage ich jetzt mal, nicht neu, aber halt wiederholt, Flüchtlingssituation, mit der Europa jetzt mit Flüchtlingen überstemmt wird? Und wo man eben sagt, wir sind alle eins, wir sind ja so tolerant, wir können ja mit Muslimen zusammenleben, wir können ja mit Buddhisten zusammenleben, wir können mit Atheisten zusammenleben, wir sind ja so tolerant, jeder soll doch bitte auf seine Art und Weise seinem Gott frönen. Das nimmt doch die ganze Kultur, worauf Deutschland aufbaut, die protestantische Kultur von vor fast 500 Jahren, komplett weg und verändert sie, wie Malachi Martin hier richtig schreibt, komplett. Auch die eigenen Kennzeichen unserer nationalen Identität. Das wird weggewischt und wir werden wieder alle eins, genau wie unter Babel. Ich verweise hier gerne nochmal, deswegen blende ich auch das Bild hier ins Video ein, auf das EU-Parlament in Straßburg, das eine Kopie ist des Turmbaus von Babel, wie wir es von dem Gemälde kennen von Bruegel. Malachi Martin weist nach, dass der Papst als, Zitat, Sieger dieses Wettkampfes, Ende Zitat, hervorgehen wird. Auf Seite 34 seines Buches belegt er, dass diese eine Weltregierung, Zitat, von einer internationalen Bürokratie dominiert wird, die jeden Bürger und Leiter jeder Nation steuert und leitet. Ende Zitat. In knappen Worten schreibt auch Papst Leo XIII. Selbst über seine Sicht der Machtfülle der katholischen Kirche. Zitat: Die römische Kirche ist die Monarchie, die über allen Reichen steht, genau wie der Geist und die Seele sich zum Körper verhalten oder wie Gott zur Welt steht. Deshalb darf die römische Kirche nicht nur geistliche Macht, sondern auch die oberste weltliche Macht besitzen. Ende Zitat. Papst Leo XIII. In einem Hirtenbrief von 1879. Die zwei Schlüssel im vatikanischen Logo, hier jetzt im Video eingeblendet in dem Bild, die zwei Schlüssel im vatikanischen Logo und in der Flagge sind die Zeichen für die weltliche und die spirituelle, die geistliche Macht. Also wenn ich immer auf der Suche bin nach Worten, wenn ich sage von zivilrechtlich oder säkulär oder was auch immer, die weltliche Macht, die politische Macht und daneben eben die geistliche Macht. Und diese wird symbolisiert durch diese zwei Schlüssel in der vatikanischen Flagge und eben auch in diesem Bild, was ich hier von den zwei Schlüsseln ins Video stelle. Obige Aussagen von dem Papst und von Malachi Martin machen klar, dass diese politische Kirche daran arbeitet, ihre Macht durch Kontrolle über Regierungen und Staatsmächte zu sichern. Die römisch-katholische Kirche arbeitet auf Grundlage der Idee, die in dem lateinischen Ausdruck de jure divino formuliert ist. Das heißt, die Kirche hat ein heiliges Recht über die gesamte Welt, inklusive aller Mächte und Menschen zu herrschen.
sie, die römisch-katholische Kirche, behauptet, dieses Recht von Gott selbst erhalten zu haben und bedient sich aller Mittel zur Durchsetzung und Erreichung dieses Zieles, die globale Weltherrschaft. Die römisch-katholische Kirche sagt vom Papst, dass er der Nachfolger Petrus ist. Petrus war nie in Rom. Und wenn ihr meine Lesung von Herrscher des Bösen verfolgt habt, dann habt ihr gelernt, oder werdet es noch lernen, ansonsten werde ich es hier mal kurz eben erwähnen, dass durch die geistigen Vorbehalte, die natürlich der Papst und all seine Zulieferer immer gerne einwenden und gebrauchen, das auch richtig ist zu behaupten, wenn man weiß, dass das hebräische Wort Peter, das man im Englischen halt Peter ausspricht, Peter, das Peter heißt, das man als Peter ausspricht, heißt der Erstgeborene. Und auf welchen Erstgeborenen Peter im Hebräischen bezieht sich die römisch-katholische Kirche in diesem Fall? Auf Kain. Das Zeichen des Kain. Der Erstgeborene von Eva. Der erste Mensch, der geboren wurde mit der Erkenntnis von Gut und Böse, nachdem Adam und Eva den Sündenfall begangen haben. Dieser Erstgeborene Peter ist der wirkliche Peter, auf dessen Erbe der Papst seine Autorität nimmt und sagt, von diesem Peter komme ich. Das sagt er nicht, obwohl Papst Paulus VI. Mal ein Zitat gebracht hat, wo er selbst gesagt hatte, wir tragen das Zeichen des Kain. Und Kain wird ja beschützt. Wer Kain anfällt, wer Kain niederschlägt, wird siebenfach gestraft. Das hat Gott so bestimmt. Und Gott hat da auch recht mit. Weil man darf ein materielles Schwert nicht gegen einen anderen Menschen erheben. Wir Christen sind dazu gerufen, mit unserem Wort zu kämpfen. Mit dem Wort Gottes. Das ist das zweischneidige Schwert, das jede Lüge durchtrennt und die Leute in die Kenntnis der Wahrheit ersetzt. Also, die Kirche behauptet, dieses Recht von Gott selbst erhalten zu haben, hat sie unter dem Zeichen des Kain tatsächlich bekommen und bedient sich aller Mittel zur Durchsetzung und Erreichung dieses Ziels, die globale Weltherrschaft. Dr. Bronson, eine anerkannte katholische Autorität, schrieb, Zitat, der Papst hat das Recht, jeden Herrscher abzusetzen, wenn dies für das Beste der geistlichen Ordnung erforderlich wird. Die Macht, die von der Kirche im Mittelalter ausgeübt wurde, die sie unrechtmäßig an sich gerissen hat, hatte weder das Einverständnis der Herrscher noch des Volkes, sondern hatte und hat ihren Ursprung in heiligen Recht und der, der sich ihr entgegensetzt, rebelliert gegen den selbsternannten König der Könige und Herrn aller Herren. Ende Zitat. Der Titel der König der Könige und Herrn aller Herren gebührt nur unserem Herrn Jesus Christus. Da jedoch der Papst als Vicarius Filii Dei, Stellvertreter Jesu auf Erden, sieht, sich selbst, Gotteslästerung gegen den Heiligen Geist ist das, beansprucht er diesen Titel tatsächlich für sich selber. Ich bin Gott auf Erden, sagt der Papst. Und die römisch-katholische Kirche sagt, der Papst ist Jesus Christus, verborgen unter einem Mantel von Fleisch. Auch wenn dies vor langer Zeit geschrieben wurde, das Zitat gerade eben kam aus dem Catholic Review im Juni 1851, sagt hier doch die Kirche über sich selbst, dass sie sich nie verändert. Und Dr. Bronson bestätigt diese Haltung in einem Zitat aus dem Catholic Review aus dem Januar 1854, 3 Jahre später. Da sagt er, Zitat, das, was die Kirche in früheren Zeitaltern getan, bekundet oder schweigend gebilligt hat, ist genau das, was sie in Zukunft tun wird, wenn eine gleiche Situation wiederkehrt. Ende Zitat. Es wird sich zeigen,
Entschuldigung. Es wird sich zeigen, dass alle Formen des Aufruhrs gegen diese Macht in der Endzeit und alle Verweigerung von Ehrerweisung der kirchlichen Autorität gegenüber auf die eine oder andere Weise bestraft wird. Sehr interessanter Satz. Alle Formen des Aufruhrs gegen diese Macht und alle Verweigerung von Ehrerweisung der kirchlichen Autorität gegenüber. Wie erweise ich denn der Kirche ihre Ehre? Indem ich ihren selbsternannten Gott auf Erden, den Papst, als Gott auch anbete. Indem ich mich ihren geistigen Übungen, ihren geistigen Lehren unterwerfe. Ehrerweisung und welchen Tag hat der Papst für sich ausgewählt als den Tag, dass er Ehrerweisung erfahren möchte? Sonntag. Und, das werden wir ja auch später noch sehen und haben wir ja schon besprochen, da gibt es keine andere Autorität für. Keine andere Autorität, außer die römisch-katholische Kirche. Ja, jetzt weiß ich, jetzt kommen sie wieder. Ja, Jesus ist unser Sabbat und Jesus ist der Herr des Sabbat und das ist abgeschafft. Also mit Leuten, die so geistig unehrlich mit sich selbst sind, mache ich noch nicht mal eine Diskussion. Und Kommentare in dieser Richtung werde ich auch von jetzt an wirklich löschen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. In der Bibel steht, und das sagt die römisch-katholische Kirche selber, kein einziger Hinweis darauf, dass Gott den Sabbat vom Samstag, den siebten Tag der Woche, auf Sonntag, den ersten Tag der Woche, der zur Sonnenanbetung gilt, verlegt hat. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und wenn wir uns darüber einig sind, dass das die 10 Gebote sind, die Moses damals vom Berg Sinai heruntergebracht hat, dann heißt das alle Gebote. Dann heißt das sowohl die ersten 4 Gebote, die Beziehung beschreiben, die der Mensch mit seinem Gott haben soll, als auch die letzten 6 Gebote, die Beziehung umschreibt, die der Mensch mit seinem Mitmenschen haben soll. Jesus hat es im Neuen Testament etwas verkürzt und er sagte, liebe Gott den Vater mit deinem ganzen Herzen, mit aller Macht, mit deiner ganzen Seele und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ich aber Gott mit meinem ganzen Herzen, meiner ganzen Seele und meiner ganzen Kraft liebe, dann hält das doch ein, dann beinhaltet das doch, dass ich auch die 4 Gebote halte, die er mir darüber hin erlassen hat, wie er sagt, dass er eben Ehrerweisung von mir erfahren möchte. Dann heißt das an erster Stelle, dass ich keinen Gott neben ihm haben soll, der mich aus Ägypten rausgeleitet hat. Dann heißt das an zweiter Stelle, dass ich mir keine Götzenabbildung machen soll von irgendwas im Himmel, auf der Erde oder in den Wassern unter der Erde, dass ich mich dazu nicht niederbeugen soll und sie nicht anbieten soll, weil der Gott, der mich aus Ägypten geleitet hat, ist ein eifersüchtiger Gott, der die Generation derjenigen, die ihn nicht ehrerbietend bis in die 3. und 4. Generation nachsuchen wird, aber gleichzeitig eine Güte und Gnade zeigt gegenüber den Tausenden, die seine Gebote halten. Und im 3. lesen wir dann, dass wir den Namen unseres Herrn, unseres Vaters nicht in den Dreck ziehen sollen. Und im 4. Gebot lesen wir, dass wir den Sabbat uns erinnern sollen, ihn heilig zu halten, weil Gott hat den Sabbat geheiligt. In der Schöpfungswoche. In der Woche, in der er in 6 Tagen die Welt und alles, was darin gemacht ist, geschaffen hat. Der 7. Tag ist das Zeichen der Schöpfung. Wie ein Maler seine Unterschrift setzt auf ein Bild, wenn er es fertiggestellt hat, um zu sagen, siehe, das habe ich gemacht, so hat Gott den 7. Tag geschaffen, dass wir an diesem 7. Tag seiner Schöpfung gedenken können. Der Sabbat wurde nicht geschaffen für die Juden. Der Sabbat wurde geschaffen für den Menschen, der dem Gott der Bibel glaubt und ihm Ehre erweisen will. Und die römisch-katholische Kirche
hat ihre Autorität dem Sonntag aufgedrückt. Und das sagt sie selber in Hunderten von Schriften. Das bin nicht ich, der das sagt. Das könnt ihr selber nachsuchen. Das hat also nichts mit Sieben-Tags-Adventisten zu tun. Die Sieben-Tags-Adventisten sind nur in der Hinsicht weitergegangen, wo die anderen Reformatoren alle in den Fehler gegangen sind. Die eben nicht den Sabbat gehalten haben, sondern den Sonntag, was ihnen dann im Konzil von Trent auch vorgeworfen wurde vom Erzbischof von Reggio. Und ich habe das natürlich vorher schon erwähnt, aber ich denke, das kommt auch in einem späteren Zeitpunkt in diesem Schreiben auch nochmal zur Erwähnung. Es wird sich zeigen, dass alle Formen des Aufbruchs gegen diese Macht in der Endzeit und alle Verweigerung von Ehrerweisung der kirchlichen Autorität gegenüber auf die ein oder andere Weise bestraft werden wird. Wie wird das bestraft werden? Da gibt es verschiedene Spekulationen drüber. Viele Menschen sagen, es gibt diesen Mikrochip, der uns eingepflanzt wird. Viele sagen, es gibt kein Bargeld mehr. Da geht es ja ganz deutlich hin. Und das Problem ist doch, wenn es kein Bargeld mehr gibt, wenn ich einen Chip habe, mit dem ich nur noch bezahlen kann, sei das jetzt ein implantierter Chip oder sei das ein Chip auf irgendeiner Karte, wenn die Karte gesperrt wird, wenn der Chip gesperrt wird, kann ich nicht mehr kaufen oder verkaufen. Und das ist doch durchaus eine Methode, eine Art und Weise, um Offenbarung 13 durchzusetzen mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Wie das genau eingefüllt wird, weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Ich sage nur so viel. Wenn es so weit kommt, dann weiß ich, zu welchem Gott ich halte und welchem Gott ich Ehre erbiete. Und ob ihr das auch wollt, mit demselben Gott, dem Gott von Abraham, Isaak und Jakob, dem Schöpfer dieser Erde, Jesus Christus, der sein Leben am Kreuz für meine Sünden gab, ob ihr das auch wollt, das muss jeder für sich selbst wissen. Das ist mir im Grunde ziemlich egal. Ich bin nur dazu hier, um euch zu sagen, dass es so ist. Und ihr müsst mir nicht glauben, lest eben das Wort Gottes nach. Da werdet ihr sehen, dass das so ist. Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, fährt der Artikel fort, das zwischen 62 und 65 des letzten Jahrhunderts stattfand, wie ihr inzwischen ja wisst, nannte die katholische Kirche Andersgläubige Ketzer. Danach wurden Ketzer als getrennte Brüder bezeichnet. Ich als bibelgläubiger Folger Jesus Christus bin kein getrennter Bruder der Kirche Satans. Ich bin ein Feind Satans und ich bin ein Enthüller seiner Lügen. Ein Zeuge der Wahrheit des Wortes Gottes. Die katholische Kirche ist davon überzeugt, dass nur sie die Wahrheit besitze und keine Erlösung außerhalb ihrer zu erlangen sei. Das sagt die römisch-katholische Kirche? Ja, wo sagt sie denn das? Erzähl mir das doch mal, Jörg. In der Bulle Unam Sanctam von Papst Boniface dem 8., wenn ich jetzt nicht miss bin, mich irre, 1302. Da sagt der Papst ganz deutlich, ich lese das Zitat mal eben in Englisch vor, werde es danach gerne ins Deutsche übersetzen. Wir lesen das auch in Herrscher des Bösen auf Seite 37 bis 38, also da könnt ihr zurückgehen zu meiner Lesung in dem Buch, die ich da getan habe. Papst Boniface der 8. erklärte, dass the King of France, the King, the Templars, all of them and everybody else as well belonged to Pontifex Maximus. It is absolutely necessary for the salvation of every human creature to be subject to the Roman Pontiff. Unquote. Das heißt, Frankreich, also Pope Boniface der 8. erklärte, dass Frankreich, der König, die Tempelritter, jeder von ihnen und jeder andere auch gehört zum Pontifex Maximus. Zitat: Es ist absolut notwendig für die Erlösung einer jeden menschlichen Kreatur
um Subjekt zu sein von dem römischen Pontiff. Ende Zitat. Und ihr könnt das nachlesen überall unter der Bulle Unam Sanctam. Geht auf eine römisch-katholische Webseite, gebt in die Suchmaschine päpstliche Bullen Unam Sanctam ein und lest es für euch selber. Ich sage es euch, weil die römisch-katholische Kirche das lehrt. Nicht, weil ich das einen schönen Satz finde und sage, muss man so sagen, die römisch-katholische Kirche meint, ja, sie hätte das Recht. Nein, sie behauptet, sie hätte das Recht. Sie behauptet, sie hätte so viel Rechte. Das Problem ist nur, wir haben ihrer Meinung nach überhaupt keine Rechte. Wir haben nur die Rechte, die sie uns zugesteht und nichts anderes. Und diese Rechte können natürlich auch wieder genommen werden. Was der Papst gibt, das nimmt er auch wieder, wenn es ihm in den Kram passt. Getrennte Brüder. Ich bin kein getrennter Bruder von der Kirche Satans. Ich habe mit der römisch-katholischen Kirche nichts zu tun und bin auch weiterhin gerne ein Ketzer, ein Heretiker. Oder wie man in Neudeutsch sagt, ein Terrorist. Weil ich mich nicht damit zufrieden gebe, dass der Papst meint, meine Autorität oder die Autorität für mein Gewissen zu sein. Für mein Gewissen gibt es nur eine Autorität. Mein Vater im Himmel, den Gott der Bibel, den Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Der nächste Teil der Lesung heißt die ökumenische Bewegung. Und da fahren wir dann auch gleich weiter. Dieser nächste Punkt handelt natürlich von den Dingen, die ich ja vorher schon angesprochen hatte teilweise. Das ist das eben, wenn man so ein Video macht. Manchmal wiederholt man sich, aber ich muss ehrlich sagen, so oft wie die Lüge wiederholt wird, kann ich die Wahrheit gar nicht oft genug wiederholen. Das ist jedenfalls meine Meinung dazu. Heute versucht die katholische Kirche, alle Kirchengemeinschaften oder auch Denominationen, wie ich sie oftmals nenne, innerhalb der ökumenischen Bewegung zu sammeln. Zu diesem Zweck wurden die Jesuiten gebeten, einen Dialog zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen aufzubauen, sodass diese unter der Dachorganisation der katholischen Kirche vereint werden könnten. Die Jesuiten wurden gebeten, einen Dialog zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen aufzubauen. Also das ist sowas von brrr, wenn ich das lese. Man muss nur mal den Eid der Jesuiten lesen. Der Eid, mit dem Papst Leo III., als er ihm von Ignatius Loyola das erste Mal vorgelesen wurde in 1540, ausrief, Hoc est digitus Dei, das ist der Fingerzeig Gottes. In diesem Eid, da werde ich nochmal ein eigenes Video drüber machen, und inzwischen verweise ich auf meine englische Lesung in Nothing but the Truth von 2 Stunden, die ich darüber gemacht habe. In diesem Jesuiteneid ist ganz deutlich zu lesen, dass die Jesuiten nur unter einer einzigen Prämisse überhaupt aufgestellt wurden als neuer katholischer Orden, als Militärorden in der Bulle Regimini Militantis Ecclesiae, nämlich die protestantische Bewegung auszurotten. Sie werden sogar so weit gehen, die Leute aufzuschlitzen, zu erhängen, die Haut lebendig abzuziehen, die Bäuche der Frauen aufzuschneiden, die Kinder rauszuholen und die Babys mit den Köpfen gegen die Wände zu schlagen, um diese furchtbare Rasse der Protestanten auszulöschen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber das sind die Worte, die in dem Eid gebraucht werden. Und diese Leute hat man gebeten, einen Dialog aufzubauen? Was für ein Dialog kann man denn von einem solch militantischen Orden erwarten? Ein erkennbarer Wandel hat stattgefunden. Nicht,
dass die katholische Kirche auch nur eine einzige ihrer Doktrinen aufgab oder veränderte. Nein, sondern dass der Protestantismus sich an Rom angenähert hat und sich weiter an Rom annähert. Die Unterzeichnung des Vertrages zwischen der römisch-katholischen Kirche und des weltweiten lutheranischen Bundes 1999 ist die offizielle Kapitulation der Lutherkirche gegenüber Satans Kirche. Unterzeichnet ausgerechnet am Reformationstag 1999. Ich hatte da ja schon drüber gesprochen und habe da auch in Englisch drei Videos drüber gemacht. Die ersten drei in Abspielliste von Hour of the Truth, wenn ihr euch das mal anschauen wollt in Englisch. Und ich werde hier in die Beschreibungsbox des Videos auch einen Link mit einfügen, wo ihr diese gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre nachlesen könnt. Also ihr müsst mir ja nicht glauben, glaubt halt den offiziellen Papieren. Das bevorzugte Arbeitsdokument, fährt der Artikel fort, der ökumenischen Bewegung ist die Charta Ökumenica. Deutlich wird in diesem Dokument der Wille zur Zusammenarbeit in Bezug auf Einheit und Mission, wo immer es möglich ist. Dieser Punkt wird deutlich in dem Dokument. Die Punkte, in denen keine Einheit erzielt werden kann, werden ignoriert. Wie nennt man das? Kompromisse machen. Lasst uns darüber sprechen, was wir gemeinsam haben. Lasst uns darüber sprechen, was uns vereint. Lasst uns niemals darüber sprechen, ob uns irgendetwas vielleicht dividiert, auseinanderhält, dass vielleicht gegensätzliche Standpunkte sind. Wie kann ich denn mit dem Antichristen verhandeln, wenn er der Antichrist ist und ich mein Leben Jesus Christus gewidmet habe? Das kann ich nicht. Ich kann nicht zwei Herren dienen. Und ich will es auch nicht. Weil der eine schenkt mir das ewige Leben. Der andere, der schenkt mir ewige Verdammnis. Christus jedoch wünscht, dass wir in ihm in allen Fragen Einheit erstreben sollen. Nicht erzielt auf demokratische Weise und nicht durch Mehrheitsbeschlüsse, sondern durch Einheit in Christus. Auf allen Gebieten. Keine Kompromisse. Ist es uns aus Gewissensgründen nicht möglich, mit den großen Kirchenräten Einheit zu erreichen, folgen wir damit Jesus Christus. Jene, welche unabhängig von einer bestehenden Kirchengemeinschaft ihren Glauben ausleben, also Menschen wie ich zum Beispiel, werden weiterhin als Abweichler oder eine Art von Ketzern betrachtet. Und Ketzer müssen bekämpft werden. Das macht der Jesuiteneid mehr als deutlich. Luther, Calvin, Hieronymus, Huss, Zwingli, Wycliffe, Tyndale, Cranmer und viele andere wurden als Ketzer betrachtet. Ketzer erheben die Bibel und die Bibel allein als Grundlage ihres Glaubens, ohne Kompromisse, nur das geschriebene, erhaltene Wort Gottes und nichts anderes. Genau wie die römisch-katholische Kirche sagt, nur die Lehre der römischen katholischen Kirche, der Mutterkirche und nichts anderes. Da treffen sich zwei Gegensätze. Wie bereits erwähnt, versuchte die römisch-katholische Kirche im Mittelalter Ketzer oder Reformatoren zu stoppen und auszurotten. Das tut sie heute auch noch. Heute wird als Ketzer bezeichnet, wer sich als Reformator der Gegenwart gegen die ökumenische Bewegung stellt. Die heutige ökumenische Bewegung stützt sich sowohl auf die Bibel als auch, und hier kommt's, auf die Tradition als Norm für die Einheit, während die derzeitigen Reformatoren dem Maßstab Martin Luthers folgen, die Bibel und die Bibel allein, als Grundlage für Glaube und Lehre zu betrachten. Sola Scriptura. Die Bibel berichtet sehr deutlich, dass die verführende Macht des Papsttums eine Todeswunde erhalten wird, die wieder heilen wird. Dieser Todesstoß erfolgte im Jahre 1798, als Papst Pius VI. Durch Napoleons Heerführer Berthier gefangen genommen wurde. Der Papst starb dann in der Gefangenschaft in Frankreich.
wenige Jahre später. Nun, dies ist Erfüllung von Offenbarung 13. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es zu Tode verwundet. Damals hat General Berthier, handelnd im Auftrag von Napoleon, der ein Hochgrad-Freimaurer war und damit dem schwarzen Papst, dem General der Jesuiten, unterstellt war, den Papst gefangen nehmen lassen und hat ihm den Titel König der Könige abgenommen. Dadurch, weil man kann den König der Könige ja nicht festnehmen, wenn man ihm den Titel nicht aberkennen würde. Das heißt, in dem Augenblick hat der Papst eben seine temporäre, oder wie habe ich das vorhin genannt, seine weltliche Macht abgenommen. Das war die Erfüllung der Offenbarung 13. Aber in Offenbarung sagt es ja auch weiter, dass diese Wunde wieder heilt. 1929 erhielt das Papsttum den Vatikanstaat durch Mussolini zurück. Das nennt man den Lateranen Vertrag. Googelt das mal. Seither nahmen Macht und Einfluss des Vatikans in der Welt stetig zu. Papst Johannes Paulus II. Reiste in der Welt umher und richtete nacheinander diplomatische Beziehungen mit den verschiedensten Ländern auf. Ihr erinnert euch doch sicher, dass der Papst jedes Mal, als er zu einem Besuch in ein Land auf dem Flughafen ankam, dass er den Boden küsste, ne? Warum tat er das? Es ist ein Symbol dafür, dass er das Land beherrscht, dass es sein Eigentum ist. Kein Papst hat je dasselbe Land zweimal geküsst bei seiner Ankunft. Und es war nicht nur Johannes Paulus II., der das tat. Andere taten es ihm vor, und wo das geschah, küsste er das Land auch nicht nochmals. Der ehemalige Papst Benedikt XVI. Setzte diese Arbeit unter anderem durch die ökumenische Bewegung fort. Und nicht zu vergessen, Papst Benedikt XVI. War Leiter der Glaubenskongregation oder der Inquisition, bevor er Papst wurde. Und der wird abgelöst durch den ersten Jesuiten auf dem Papststuhl. Das ist ja wohl von schlimm nach schlimmer gehen, wenn es überhaupt da noch eine Steigerung gibt. Ich meine, Steigerung zu Antichrist gibt es nicht mehr, von daher, aber ich meine, ihr versteht schon, was ich sagen will, oder? Benedikt setzte diese ökumenische Bewegung fort, alle Weltreligionen unter einer Dachorganisation zu sammeln, sodass die, zwischen Anführungsstrichen, getrennten Brüder der katholischen Kirche loyale Untertanen und eins mit derselben werden könnten. Um dies zu bewerkstelligen, wurden internationale Reglements sowohl auf politischem, religiösen und ökonomischem Gebiet aufgestellt. Diese internationalen Gesetze haben Geltungshoheit vor den nationalen Gesetzen und ergreifen auf diese Weise Besitz von Nationen und Völkern. Diese internationalen Gesetze haben Geltungshoheit vor den nationalen Gesetzen und ergreifen auf diese Weise Besitz von Nationen und Völkern. Finde ich einen schönen Satz, um abzuschließen, nach einer ganzen Stunde dieser Lesung. Und ich werde nächstes Mal fortfahren. Ich habe ja 2,5 Seiten geschafft. Ist ja unglaublich in der Stunde. Aber so kommt das eben, wenn man solche Sachen liest und sich seine eigenen Gedanken beimacht und das noch ein bisschen weiter analysiert und vor allen Dingen geschichtlich noch ein bisschen aufarbeitet, wie ich das hier probiere zu tun. Ich kann nur sagen, wenn ihr die Bibel auf eurer Seite habt, wenn ihr Gott auf eurer Seite habt, dann ist die Lüge ganz einfach aufzudecken. Wenn ihr Gott nicht auf eurer Seite habt, wenn ihr die Lüge nicht erkennen könnt, weil ihr in der Lüge lebt, dann ist das Ganze viel schwieriger. Man kann nur hoffen, dass viele Menschen aufgrund dessen, dass sie sehen, dass in der Welt irgendetwas nicht stimmt, dass sie sagen von, das kann ja irgendwie nicht alles richtig sein. Was steckt dahinter?
sich dieselbe Mühe machen wie ich und Tausende das vor mir gemacht haben, mal nachzuforschen, wo das hinführt. Und wenn man sich dann nicht von ständigen irgendwelchen Disinfo-Agenten, Type Alex Jones und solche Leute, ablenken lässt, sondern wirklich der Sache auf den Grund geht, dann kann ich euch nur noch mal eben das Schlagwort von Bill Cooper mitteilen, das mich dazu angesetzt hat. In einem der Videos, das ich auch auf meinem, ich glaube, meinem zweiten Kanal hochgeladen habe, von Bill Cooper, in Babylon Mystery Religion, da wartet er auf einen Gast am Telefon, der nicht kommt an dem Tag, sagt er: Wir werden regiert von Leuten, die für die Regierung, die sie gegenüber uns machen, umsetzen, eine Religion zupassen. Ob ich jetzt religiös bin, ob ich an Gott glaube oder an Krishna oder an Mohammed oder Allah oder Dagon oder was weiß ich, welchen Gott auch immer glaube, das spielt überhaupt keine Rolle, oder ob ich überhaupt keinen Gott glaube. Das spielt keine Rolle für die Aktionen, die Taten, die diejenigen, die das Zeichen des Kain haben und in den Machtpositionen auf dieser Welt sitzen, welche Agenda die folgen. Meine Einstellung zur Religion spielt keine Rolle. Ihre Einstellung zur Religion spielt eine Rolle. Und wenn ich Ihre Einstellung von Religion nicht kenne, dann kann ich nicht verstehen, warum die Welt so ist, wie sie ist. Und wenn ich mir dann die Mühe mache, mich mit der Religion zu beschäftigen, die diese Leute nachhängen, und ich gehe der Religion, und damit spreche ich das Wort nochmal ganz deutlich aus, menschengemachte Glaubenslehre, wenn ich der Religion auf den Grund gehe in meinen Nachforschungen, dann stelle ich fest, dass Alexander Hüssler mit seinem Buch Von Babylon nach Rom 100% recht hat, wo er meint, dass alle Religionen menschengemacht aus Babylon kommen und eben eine Art des Zeichen des Kains sind. Von Leuten, die das Zeichen des Kains tragen. In verschiedenen Versionen. Nur wenn ich meinen Kopf frei mache und so bin wie ein Kind, wenn ich mein Gehirn mal wirklich wasche und sage, jetzt nimmst du mal nichts an von allem, was sie dir gelehrt haben, in deinem ganzen Leben, mach mal alles auf die Seite, schlag das heilige Buch auf und lese es und verstehe es. Und wenn ich es verstehen will, dann muss ich daran glauben. Und dann kriege ich Eingebungen vom Heiligen Geist, der mir das Wissen und die Weisheit des Wortes Gottes vermittelt. Dadurch, dass ich das Wort studiere und dadurch, dass ich das Wort lieben lerne. Und dann kann ich meinen Feind identifizieren. Und dann kann ich auch meinen Freund identifizieren. Meinen Herrn, meinen König, meinen Hohepriester, meinen Erlöser, Jesus Christus. Anders habe ich keine Chance. Und die Leute in den Regierungspositionen machen weiter, wie sie wollen. Und ich stehe da mit einem großen Fragezeichen und begreif nur Bahnhof. Um das zu verkommen, dass ihr nur Bahnhof versteht, hoffe ich, dass diese Lesung euch hilft und dass ihr in euch geht und dass ihr alle Doktrinen mal auf die Seite legt und sich wirklich beruft auf das Wort Gottes. Das war der zweite Teil von Luther 2017, Wählst du Christ oder Antichrist? Und da ich noch nicht auf Seite 40 bin, könnt ihr euch wohl denken, kommen noch ein paar Teile. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe und bete dafür, dass Gott euch behütet, beschützt und segnet auf all euren Wegen und dass ihr den schmalen Pfad zur Erkenntnis und zum Erlöser Jesus Christus bewandeln wollt. Joggler 66 von Hour of the Truth meldet sich ab. Gott segne euch. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.